Ja, 30 Jahre Sommerskispringen, Hinterzarten, eine lange Zeit, eine tolle Zeit. 30 Jahre bin ich jetzt noch nicht dabei, aber ich kann mich zumindest so circa an 25 Jahre erinnern. Ich war schon als kleines Kind zum Zugucken in Hinterzarten und für mich war das damals ein riesen Motivationsschub. Ich habe begeistert Autogramme gesammelt, auf dem T-Shirt, auf dem Helm, mit dem bin ich stolz gesprungen und ich weiß gar nicht, wer alles darauf unterschrieben hat, aber ich glaube, ich habe so ziemlich alle, die da teilgenommen haben, auf meinem Helm unterbracht. Und es war für mich damals eine riesen Motivation, auch mal eben so in der Heimat die komplette Weltelite hautnah miterleben zu können. Und deswegen war es für mich auch was ganz Besonderes, wo ich so als Nachwuchssportler das erste Mal dabei war. Das war so der erste Prüfstein. Und dann irgendwann durfte ich konnte ich auch mal ein bisschen weiter vorne mitspringen und habe jetzt die letzten Jahre immer im Sommer Grand Prix bestritten und es war ja immer einfach eine tolle Stimmung und Hinterzarten ist einfach das Sommerskispringen schlechthin. Ich glaube, das ist einfach der Traditionsort fürs Sommerskispringen und ich hoffe, dass noch, ja, ich hoffe auf die nächsten 30 Jahre, auch wenn ich so lange nicht mehr durchhalte.